Ich wünsche euch alle zusammen einen wunderschönen Sonntag. Und weil wir heute Nacht und heute Abend sehr, sehr viele Spiele haben, starten wir auch gleich, denn wir wollen ja nicht hier 2 Stunden sitzen. Oddspedia, the Sports Betting Community. So viel Zeit muss aber sein. Wir schauen uns erstmal die Tabelle an. Also, im Westen nichts Neues. Die Utah Jazz führen weiterhin vor den Phoenix Suns und dahinter die beiden LA-Teams. Gestern ja die Lakers mit einer Niederlage gegen die Atlanta Hawks. LeBron James hat sich leider verletzt während des Spiels, aber nichts Wildes. Der wird bestimmt nicht sehr lange fehlen. Ansonsten, was gibt's Neues? Stellt euch mal vor, es gibt ein Team, das hat 19 Niederlagen am Stück gerissen. Die Houston Rockets, da geht irgendwie gar nichts mehr. Aber was ist eigentlich schlimmer als 19 Niederlagen in Folge? Aus meiner Sicht, wenn du dann immer noch das schlechteste Team bist. Und das sind die Minnesota Timberwolves. Die haben es geschafft, keine bessere Bilanz als die Rockets zu haben, trotz dieser 19 Niederlagen. Mal schauen, wann Houston denn dann letztendlich letzter wird. Ansonsten hinten enttäuschend auch die Kings weiterhin, Pelicans mal hopp. Aber viel mehr Flop. Oder habe ich jetzt top gesagt? Ach, egal. Auf jeden Fall schauen wir jetzt einfach mal ganz entspannt in den Osten. Da haben wir weiterhin die Philadelphia 76ers auf der 1, die Nets auf der 2, die Bucks auf der 3. Da wird auch großartig nichts mehr passieren auf diesen ersten 3 Plätzen. Ist zwar noch etwas weniger als die Hälfte zu spielen. Aber glaube nicht, dass die Top 3 gesprengt werden. Die Boston Celtics mit 3 Niederlagen in Folge, wirklich auf einem täuschenden 8. Platz, 20 Siegen, 21 Niederlagen gab es auch nicht die letzten Jahre. Brad Stevens wird dann gleich mal mit einem College-Team in Verbindung gebracht, hat aber dementiert. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Die Hornets auf einem schönen 7. Platz, Knicks, das Überraschungsteam auf der 6 und die Hawks mit 8 Niederlagen in Folge. Der Coaching-Wechsel hat sich doch bezahlt gemacht. Auch gestern haben sie da echt gut gespielt. Hinten im Osten nichts Neues, außer dass die Orlando Magic ihren Streak, sie haben ja jetzt lange immer den 8., 9. Platz erreicht in der Saison, der droht zu kippen. Der 10. Platz würde zwar für das Play-In-Tournament reichen, aber mal schauen, ob sie es schaffen. Raptors verletzungsgeplagt, leider nur auf 19. 11, Platz 11. Schauen wir mal, was passiert. Die Trading Deadline ist ja am 25. März. Vielleicht passiert da noch was. Aber wir haben super viele Spiele und ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal mit einem eher uninteressanteren an. Das sind die Chicago Bulls, die zu den Detroit Pistons müssen. Und wir haben es ja schon gerade gesehen, die Bulls auf Playoff-Kurs, also unter den Top 10. Und die Pistons sind letzter im Osten. Von daher ist auch hier die klare Einschätzung: Das erste Spiel haben die Bulls knapp gewonnen. Wüsste nicht, warum sie jetzt dieses Spiel abgeben sollten. Das heißt ja, die Bulls versuchen sich vielleicht noch ein bisschen zu verändern, zu verbessern natürlich. Lauri Markkanen, der finnische Marksman ist ja sein Spitzname, ist wohl auf dem Trading Block, aber ist halt auch die Frage, wen bekommst du dafür? Also ich glaube, die Quote von 1,7, die sollte man vielleicht einfach mal anspielen. Minus 2,5 kann man auch machen. Wir hatten ein erstes knappes Spiel. Wir haben die Bulls, die diese Spiele gewinnen müssen, damit der Playoff-Streak live bleibt. Also Sieg Chicago. Dann haben wir hier einen grünen Punkt und 9 rote. Das bedeutet, diese beiden Teams haben nur eins aus den letzten 10 Spielen gewonnen. Vor allem für Toronto tut diese Niederlagenserie weh. Wir haben es gerade gesehen. Sie sind außerhalb der Playoffs. Kyle Lowry ist wohl auf dem Trading Block. Mal ja, mal nein. Muss man mal schauen, was passiert. Andre Drummond ist definitiv auf dem Trading Block von den Cleveland Cavaliers. Also, da wird dann am Ende die Frage sein: Gibt es einen Buyout oder gibt es einfach noch einen Trade? Die Raptors wirklich nicht gut. Man sieht hier auch schon, für so ein Team, für 2 schwache Teams eigentlich, ist es eine sehr gefährliche Wette. Ich würde vom Gefühl her auf Cleveland plus 7,5 gehen. Ich denke, dass die Raptors gewinnen werden. Aber viel spricht auch nicht wirklich für Toronto. Die 1,33 ist eine Frechheit. Also hier sehe ich eher den Sinn auf
Cleveland auf das Heimteam plus Handicap zu gehen. Bei den Brooklyn Nets gegen den Washington Wizards haben wir genau andere Vorzeichen aus den letzten 5 Spielen. Washington, habt ihr in der Tabelle gesehen, hat einen leichten Vormarsch, jetzt nur 1 der letzten 5 Spiele gewonnen. Ganz anders bei Brooklyn, obwohl Durant nicht dabei ist, auch wieder 4 aus 5 gewonnen. Und Durant wird noch länger fehlen. Dafür springen andere Spieler in die Bresche. James Harden spielt, ja, man kann es nur sagen, fantastisch. Wir sehen hier auch diese Partie gab es schon 2 Mal. Interessanterweise, beide Male war es super knapp. Und beide Male gab es über 145, beziehungsweise hier sogar fast 200 Punkte. Deshalb bin ich jetzt wirklich gespannt auf die Over-Under-Lines, die es hier gibt. Wir sehen hier, was haben wir hier aus den letzten Spielen, wenn wir mal ganz kurz gucken. Brooklyn hat gegen Orlando verloren, davor gab es Siege gegen die Pacers, gegen die Knicks, Pistons, Celtics, also jetzt nicht die Creme de la Creme. Washington hingegen hat eigentlich nur starke Teams gehabt und jetzt gerade Utah besiegt. Schauen wir mal, krasse Außenseiter, die Wizards. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Wizards plus 10, also hier plus 8, 9 für die offizielle Line, wäre meine Wette. Wir haben 2 knappe Spiele gesehen. Gibt ja so ein bisschen Rivalität zwischen den beiden Teams, die sicherlich vor allem dadurch ist, dass Westbrook mit Harden zusammengezockt hat, mit Durant zusammengezockt hat. Beal, cooler Typ, der hat jetzt nicht unbedingt so ein Beef sozusagen mit Brooklyn, aber so ein bisschen History neben dem Platz ist das schon. Also nichtsdestotrotz, ich finde Washington so lala, Brooklyn, ja, da muss man auch schauen, wie ernst sie das Ganze nehmen. Wir sehen hier schon die Line, das sind schon Wahnsinnswerte, 245 Punkte. Ja, da kann man eigentlich nicht drüber gehen, auch wenn vieles dafür spricht. Also gehen wir weiter zum Topspiel des heutigen Tages. Ein Klassiker, Portland gegen Dallas, sind eigentlich immer knappe Duelle, meistens im 4. Viertel entschieden, Buzzerbeater hin, Buzzerbeater her. Wir hatten diese Partie jetzt auch gerade erst, und zwar hat das Portland mit 125 zu 119 gewonnen, also im Prinzip gestern, vorgestern. Ich muss da mal ein bisschen mitdenken wegen der Zeitverschiebung. Und auch am 15. Februar gab es diese Partie schon, also das ist bereits das 3. Duell. Beide haben knapp bisher die Trailblazers gewonnen. Was hier bei dem letzten Spiel ein bisschen anders war, hier hat, ihr seht ihr, Portland hat das 4. Viertel mit 11 Punkten Vorsprung gewonnen. Also Dallas hat nach 3 Vierteln geführt. CJ McCollum ist wieder zurück. Er war ja relativ lang verletzt und ist jetzt wieder dabei. Das macht das Team um Damian Lillard noch so gefährlicher, während seit dem All-Star-Break die Mavs deutlich besser performen auf dem Platz. Auch die Ergebnisse passen ein bisschen besser. Von den News sehen wir nicht ganz so viel. Dallas jetzt mit dem Auswärtsspiel. Wir haben interessanterweise die Mavericks als Favorit. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gefährliches Duell, wo man sich, glaube ich, als neutraler Basketballfan drauf freuen kann. Ich glaube auch, dass Dallas das gewinnt. Wird mal wieder Zeit, dass die jetzt auch ein gutes Team besiegen. Die reine Quote reicht definitiv und das Over-Under, auch hier haben wir bei 230 ungefähr, viel zu hoch, dass ich da eine sinnvolle Einschätzung hätte. Phoenix Suns gegen die LA Lakers, na, was haben denn da die Suns für eine Quote? Eine 1-6, die würde ich jetzt einfach zack spielen. Kann mir nicht vorstellen, dass LeBron James nachdem er da blöd umgeknickt ist gegen die Hawks, bereits heute Nacht wieder aufläuft. Und dabei ist es mir relativ egal, wer bei den Suns spielt, denn bei den Lakers fehlen die besten beiden Spieler. Anthony Davis, LeBron James. Das bedeutet auch, dass die zweite, dritte Reihe Spieler weniger Präsenz bzw. weniger Freiraum haben und sich ihre Würfe härter arbeiten müssen. Das war gestern von, habt ihr das Spiel gesehen, war ja um 20.30 Uhr unserer Zeit. Dennis Schröder war schon ganz okay.
Horton Tucker hatte seine Momente. Damian Jones, der seinen zweiten 10-Tages-Vertrag hat, hat eine ganz coole Szene hin und wieder gehabt. Aber Wesley Matthews, der Ex-Maverick, hat da mal 3 Dreier geworfen. Viel mehr war es aber dann nicht. Sie hatten nicht so wirklich den Stich. Kyle Kuzma könnte heute upsteppen, könnte man mal auf Overpunkte gehen bei ihm. Favorisiere doch deutlich die Suns und ganz ehrlich, LeBron James sent a message to the entire NBA after his injury. Klicken wir doch mal drauf, das interessiert mich jetzt wirklich. Tut mir leid, dass ich das jetzt hier mit euch lesen muss. Nothing angers and sends me more than not being available for my teammates. For the fans wahrscheinlich. Also hört sich viel krasser an. Ich meine, wir reden hier von dem gleichen Ankle Sprain. Der wird bald wieder fit sein. Macht jetzt nicht unbedingt so viel Sinn, dass er da einen auf... Ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei, wir haben hier die Hawks plus 8. Relativ uninteressant. Hawks minus 8, Suns minus 8 kann man schon mal machen. Aber das lassen wir doch lieber. Also nehmt einfach die Quote auf Distanz mit und gut ist. Bei den Over-Under-Lines ist es gefährlich. Wir haben mit 214 Punkten relativ wenig. Liegt natürlich daran, dass die Lakers irgendwie jetzt keine Firepower mehr haben, aus den gerade erklärten Gründen. Hat aber schon Value eigentlich, über 214 Punkte zu setzen. Suns Sieg, eine sichere Wette. Die New York Knicks haben eine Zweierquote gegen die Philadelphia 76ers. Diese beiden Mannschaften haben dieses Jahr schon zweimal gegeneinander gespielt. Beides haben die 76ers gewonnen. Beide Male, New York typisch, gab es relativ wenig Punkte. Die 76ers können hier einen Sweep in der Saison machen. Haben gegen die Kings gemacht, Entschuldigung. Weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt 3 oder 4 Spiele gegen die 76er, gegen die Knicks gibt, wegen der verkürzten Saison. Wir sehen aber schon, die 76ers sind ja auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Sie müssen ohne Joel Embiid auskommen. Und dementsprechend finde ich eigentlich ihren Sieg auf das Heimteam gar nicht mal so unspannend, denn sie haben einen guten Defender, die Knicks, und sie können jetzt auch mal ein gutes Team raushauen. Würde hier tatsächlich einfach auf die New York Knicks setzen. Bei den Boston Celtics gegen den Orlando Magic. Traurig, traurig, traurig. Was ist das für eine komische Saison von den Boston von den Celtics? Was ist da los, ne? Haben sie vielleicht einfach jetzt nicht mehr die Teamchemie, die man von außen denkt, dass sie sie haben? Stimmt das Gefüge nicht? Liegt es an dieser Corona-Saison? Liegt es am Trainer? Liegt es am Abgang von Gordon Hayward, der vielleicht doch besser für das oder wichtiger für das Team gewesen ist, als man gedacht hat? Kemba Walker spielt ja wirklich katastrophal. So viel wieder wegschießt, also er ist überhaupt nicht mehr der Kemba Walker von vor seiner Verletzung im letzten Jahr oder auch bei den Charlotte Hornets. Er spielt nicht gut. Ganz oft Spiele dabei, wo er 3 von 16 wirft oder irgend sowas. Kann man fast nicht anschauen, denn er ist ja wirklich ein richtig, richtig cooler Junge. Aber auch hier bei dem Spiel gehe ich gleich weiter, weil ihr habt es gesehen, Magic, vorletzter Tabellenplatz, was willst du da machen? Der Mannagens jetzt gegen die New Orleans Pelicans. Hier, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass wir ein Spiel mit vielen, vielen Punkten haben werden. Und einen Sieg der Nuggets. Die Line bei minus 4,5 Punkte. Kann man auch auf die Nuggets gern gehen. Und bei der Line über 230 Punkte kommen hier safe. 233 nehmen wir auch mit, beziehungsweise 234 für die 1,93. Hier, jetzt haben wir zwei schwache Teams. Also die Thunder spielen über den Erwartungen, aber die Rockets, was soll das? Sie können es schaffen. Die 20. Niederlage in Folge. Sie haben jetzt sogar hier die Favoritenquote. Ja, aber warum? Sie haben jetzt bereits zweimal gegeneinander gespielt. 1:1 ist es da ausgegangen. Die Frage ist, warum soll jetzt ausgerechnet Houston dieses Spiel gewinnen? Ich weiß es nicht. PJ Tucker ja mittlerweile auch bei den Milwaukee Bucks. Das heißt, sie haben sich da auch nochmal
verschlechtert. Ich würde hier tatsächlich auf die 20. Niederlage der Rockets gehen und hier plus 4, plus 5, plus 3, irgend sowas auf die Thunder geben, denn das würde noch eine knappe Niederlage ausgleichen. Und dann sind wir nämlich auch schon um 18 Uhr unserer Zeit bei einem spannenden Duell Miami Heat gegen die Indiana Pacers, kennt man ja von den letztjährigen Playoffs. Bei den Pacers ist Caris LeVert wieder dabei. Sie haben jetzt gerade eben die Heat vernichtet. Es ist ja oft in dieser Saison, dass auch wegen der Corona-Richtlinie etc. oftmals Team A gegen Team B spielt und dann wieder die in der nächsten Nacht oder zwei Tage danach das Rückspiel sozusagen, um verschiedene Kontakte zu eliminieren, hatten wir jetzt hier unter anderem bei Dallas gegen Portland und aber auch bei Indiana gegen Miami. Die Pacers mit 137 zu 110 haben sie einfach mal in Miami zerstört. Vor allem Malcolm Brogdon hat da ein super tolles Spiel hingelegt. Und jetzt ist aber die Frage, warum sollte das nochmal passieren? Die Quote von 1,6 favorisiert natürlich auch Miami. Und ich glaube auch nicht, dass die zwei Spiele in Folge gegen Indiana verlieren werden. Deshalb Miami minus 4 kann man gerne mal mitnehmen. Es ist ja so, die Spiele heute 18 Uhr, beziehungsweise alle eine Stunde vorher, als man es kennt, weil die Zeitverschiebungen in den USA knappe zwei Wochen eher sind als bei uns. Bei uns ist es, glaube ich, dann irgendwie nächste Woche oder wahrscheinlich nächsten Sonntag oder so. Aber das finden wir noch heraus und spätestens beim nächsten Video reden wir darüber. Jetzt habe ich tatsächlich doch nicht so lange gebraucht und bin mal schneller drüber geflogen, als es eigentlich das Ziel gewesen ist. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr lasst trotzdem einen Daumen da und ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und wir sehen uns wieder nächste Woche. Dann geht es weiter mit unserem Nationalteam, der deutschen Nationalmannschaft im Fußball und natürlich Basketball, NBA nächsten Sonntag wieder hier. Bis dahin. Oddspedia. The Sport.